Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Otherworld 1 Frühling der Schatten. Genau, ich habe ja hier vor der Leiche von der Frau, beziehungsweise wir wissen ja, dass das jetzt die Mutter von Fiona ist, aufgehört. Und wir haben ja jetzt in der letzten Aufnahme wieder einiges erlebt. Wir haben unter anderem den grünen Kobold die verfaulten Eier gegeben. Wir haben ihm das neue Kleid beziehungsweise den Mantel gegeben. Wir haben jetzt das... nein, das war nicht das, was ich wollte. Wo war denn das jetzt hier nochmal? Oh ja, hier beim Tagebuch. Dann haben wir hier das böse Monster Kelpie jetzt kennengelernt, das halt die Kinder halt zum See anlockt. Und ja, und jetzt sind wir jetzt natürlich dabei weiterzumachen. Tut mir leid wegen dem kurzen Hängerchen, aber das macht die Hitze. Und wir haben insgesamt schon 27 Objekte. Das ist doch schon mal was für einen Anfang. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, okay. Und jetzt geht's hier natürlich weiter. Nee, da fehlt ja noch die Linse. Genau, ich glaube, jetzt ging's hier weiter. Genau, Fionas Mutter ist in aller Eile geflohen. Der magische Wagen. Der Wagen ist auf magische Weise zum Leben erwacht, aber als ich ihn betrat, herrschte darin ein heilloses Durcheinander. Ich bin mir sicher, dass der Wagen Fionas Mutter gehörte, aber es wirkt, als musste sie irgendwo hineilen. Fionas Spielsachen und die Sachen ihrer Mutter liegen überall verstreut. Es muss doch einen Hinweis geben, warum der Schatten hinter Fiona und ihrer Familie her ist. Ja, das wüsste ich auch gerne. Ist hier irgendwo eine Fee? Ja, da ist eine Fee. Sehr gut. Jetzt haben wir 28. So, jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Eine alte Schlüsselmaschine, um Schlüssel nachzumachen. Ey, cool. Da haben wir Streichhölzer und da fehlt eine Kurbel, genau. Streichhölzer. Habe es. Ich gucke aber trotzdem mich hier nochmal in Ruhe um, weil es kann nämlich sein, dass auch gerade jetzt, je weiter wir kommen, dass auch mal an einem Ort mehr als eine Fee sein kann. Das weiß ich nämlich auch noch. Und deswegen schaue ich mich hier in Ruhe mich um. Aber anscheinend, also ich sehe jetzt hier erstmal auf Anhieb keine mehr. Schauen wir mal. Ich muss die Scheiben in die Mitte irgendwie ausrichten. Ja, irgendwie ist toll. Klicke auf einen der Knöpfe am Rand, um die Scheiben in der Mitte zu drehen. Ordne alle Scheiben richtig an. Oh ja, an dieses Rätsel kann ich mich auch noch gut erinnern. Das ist nämlich leider ein Zufallsrätsel. Okay, ich versuche mal mein Glück, aber ich kann nichts versprechen. Ach du Scheiße. Also wenn ich das richtig verstehe, muss auf der linken Seite hier in der Mitte das Helle sein und auf der rechten Seite das Dunkle. Na, das wird ja herrlich. Also den brauche ich jetzt gar nicht drehen. So, jetzt ist der und der, die sind noch nicht richtig.
Scheiße. Ist gar nicht so einfach. Ha! Aber doch geschafft. Ah ja, und jetzt müssen wir Objektpaare finden. Ah, okay. Mit interaktiven Bereiche. Ach, geil. Das wird ja herrlich. Ach, ja. Die Teekanne und die Teetasse, die gehörten jetzt zusammen. Okay. Gut. Dann schaue ich mich erstmal weiter um. In Ruhe. Der Pfeil und der Bogen bzw. die Armbrust. Die passen zusammen. Das Tintenfass und ja, eine Feder wäre ja jetzt praktisch. Und die ist ja hier. So, da haben wir einen Tennisball und da ist der Schläger. Sehr gut. Ein Löffel und eine Gabel. Ein Stern. Ein Stern und der Mond. Genau. Ein Ritter und das Schild. Die Spinne und das Spinnennetz. Ja, eine Flasche und der Korken. Eine Socke und der Schuh. Und da haben wir die Kurbel erhalten. Sehr gut. Alles klar, dann können wir die ja hier direkt auch einsetzen. Ja, was kommt da jetzt raus? Oh, ein süßer Sprengteufel als Entenformat. Und da haben wir die Linse. Sehr gut, und die brauchen wir ja auch. Die brauchen wir ja auch. Oh, das ist eine Schnitzerei. Kriege ich die vielleicht mit dem Messer da raus? Ja. Ein X markiert die Stelle. Achso, ja, das kennen wir ja schon. Alles klar, ich versuche mein Glück. Ist gar nicht so einfach. Ah, ist ein bisschen wackelig, aber ist ja auch nicht so leicht mit der Maus. Aber es galt. Sehr gut. Geschnitzt ist X. Sag niemals nie 1. Yeah. Sehr gut. So, das haben wir auch. Da müssen wir das geschnitzte X einsetzen. Mutters Tagebuch lesen. Ich versuche Fiona immer im Auge zu behalten, aber sie wandert immer wieder zum See. In dem See lauert etwas Böses. Ich kann es zwar nicht sehen, dafür aber spüren. Ein weiteres Kind aus dem Dorf ist verschwunden. Die Leute sagen, dass es das Kelpie ist, aber das kann doch nicht echt sein, oder? Doch, leider schon. Packen ist angesagt. Ich treffe Jim in der Kapelle. Der Schatten. Oh, oh. Gar nicht gut. Das Tagebuch von Fionas Mutter. Ihre letzten Worte. Ich versuche Fiona immer im Auge zu behalten, doch sie wandert immer wieder zum See. In dem See lauert etwas Böses. Ich kann es zwar nicht sehen, dafür aber spüren. Ein weiteres Kind aus dem Dorf ist verschwunden. Die Leute sagen, dass es das Kelpie ist, aber das kann doch nicht echt sein, oder? Packen ist angesagt. Ich treffe Jim in der Kapelle. Der Schatten. Ja, ich weiß, dass ich das jetzt nochmal vorgelesen habe, aber ist ja ist auch nicht so schlimm. So, in dem Bereich haben wir jetzt, glaube ich, alles. Hoffe ich zumindest.
Da fehlt uns ja noch was und hier fehlt uns noch der Schlüssel, genau. Und da fehlt uns ein Stern oder eine Blume oder was auch immer. Genau, also gehen wir erstmal weiter nach vorne. Genau, zum Wandbild. Da habe ich ja jetzt die zweite Schnitzerei, die Drachenschnitzerei, genau. Ah ne, andere Seite, Entschuldigung. Kleine Symbole. Also, da brauche ich die Lupe. Ach du Scheiße. Was muss ich denn hier machen? Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass sich einige Symbole wiederholen. Also Paare finden, oder wie? Einige Symbole wiederholen sich. Klicke auf alle Symbolpaare, um das Wandbild zu öffnen. Ach so, ja okay, das ist ja nicht schwer. Da habe ich schon mal ein Paar gefunden. Ah ja, und dann leuchtet das Ganze hier auf. Okay. Obwohl, wenn man so guckt, kann man das auch direkt sehen. Hier und hier. Dann die zwei. Da habe ich auch noch zwei Paare gesehen. Die sind direkt übereinander. Der ist da unten. Okay. Moment mal, so kann ich besser sehen als mit der Lupe. Das verschnörkelte A sehe ich. Und jetzt fehlen mir noch zwei Pärchen. Einmal das hier. Und hier ist nur noch eins. Ja, jetzt wird es natürlich nicht so einfach. Ah doch, ich hab's. Hier. Was aussieht wie eine Lupe. Olé! Jetzt gehen wir in die Höhle rein. Huhu!